Sieben Fachabteilungen unter einem Dach. Und die Fliesenabteilung, die ist unter anderem besetzt vom Christian. Grüß dich, Christian. Hallo, grüß dich. Ja, guten Tag. Wir sind bei Leimweber heute. Ja, genau, das ist richtig. Du bist Fliesenleger gewesen, sage ich jetzt mal, knapp 16 Jahre und bist dann gewechselt. Ich bin gewechselt aus gesundheitlichen Gründen. Ne, hab die letzten 8 Jahre war ich selbstständig mit. Und aus gesundheitlichen Gründen habe ich das Berufsfeld etwas ändern müssen. Okay. Also ja, bin eigentlich jetzt für die Kundenverleger da, die fachliche Ratschläge brauchen und haben möchten. Ja. Man kann mit Fug und Recht behaupten, du bist Profi nach 16 Jahren, du hast alles schon gesehen. Fast alles. Ne? Gesehen hat man noch nie alles richtig, aber ja, also in den 16 Jahren hat man schon die eine oder andere Kuriosität gesehen. Ja, das geht doch hauptsächlich, wenn man irgendwas abreißt zum Beispiel, dass man sich legt, ach, das geht. Ich sag mal, gehen tut heutzutage alles, ne? Aber es kommt halt immer darauf an, was ich für eine Konstruktion habe und was ich halt alles einsetzen muss. Okay. Die Chemie macht es möglich. Super. Und die Chemie ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, deswegen haben wir dich mal gerade ein bisschen vorgestellt. Das Ganze hat auch zu tun mit Menschen. Ihr habt nicht nur die Profis hier, ihr habt auch viele Endkunden, die sich hier Fliesen auch mal aussuchen. Ja, letzten Endes haben wir ja auch reine Laien, die mal ihr Bad oder ihre Küche oder den Fußboden mal eben verlegen wollen. Da stehen wir halt mit Rat und Tat zur Seite. Ne? Genau, ihr kommt aus dem Großhandel ursprünglich, sage ich jetzt mal, sehr stark. Ja. Aber ihr habt jetzt eine Ausstellung. Ist es auch oft so, dass natürlich die Handwerker mit den Kunden hier reinkommen, die suchen sich hier die Fliesen aus? Ja, sehr oft. Ne? Sehr oft gehen die Verleger mit ihren Kunden hierher, bitten uns noch mit zum Rat dazu und dann halt dementsprechend suchen wir für den Kunden explizit die Sachen raus, die er möchte. Genau, die Qual der Wahl. Wir suchen sogar mit meiner Frau im Moment gerade ein Bad aus. Das ist ganz schlimm, weil sie jetzt erstmal zum Großhändler gelaufen ist, hat gesagt, sie will jetzt erstmal die Duschwannen aussuchen, das Glas aussuchen. Bei den Fliesen sind wir noch gar nicht. Ja. Wie würdest du denn rangehen? Es ist ja oft so, Fliesen und Bad, das ist schon mal ein Thema, auch im Wohnbereich? Ja, also viele Kunden kommen und die richten sich manchmal auch nach ihren Türen. Oh je, wir haben jetzt braune Türen, jetzt bräuchten wir braune Fliesen. Ich sag mal, das kann man eigentlich so nicht handhaben. Ne? Also ich würde jetzt den Wohnbereich oder jetzt das Bad so fliesen, wie die Farbe mir halt gefällt oder welches Format mir auch gefällt. Ne? Wir haben ja heutzutage halt viele Groß- oder Kleinformate. Für jeden Geschmack ist da mittlerweile was dabei. Wir haben jetzt hier, wie man sieht, 30x60, die Wandfliesen. Das, was mittlerweile das gängige Standardmaß ist. Und nach oben hin sind keine Grenzen mehr gesetzt. Ich zeige das mal gerade, wenn man hier jetzt ganz alleine mal durchgeht, kann man natürlich viel gucken, wenn du mal so lieb bist, dass man ganz kurz mal auffächerst, dass wir mal reingucken können. Das Ganze kann man bewegen, da oben sieht man auch, das ist jetzt die Nummer 9, D9, könnte ich zum Beispiel zu dir kommen und sagen, die gefällt mir ganz gut, aber du kannst auch zum Kunden einfach mitgehen. Richtig. Und das zeigen. In der Regel sind wir eigentlich dann immer mit dabei bei dem Kunden, um ihn halt auch mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Ne? So, und das ist jetzt auch so Limestone, was ist das? Limestone ist, ich sag mal, unsere Hausmarke. Ne? Alle Fliesen, die wir hier sehen und Verblender, Dekore, tragen alle den Namen Limestone. Ist das gutes Material? Ja, wir verarbeiten oder wir verkaufen zu 100% nur hochwertiges Material. Ob das jetzt beim Fliesen ist oder Vinyl, Dekore, Parkett, so alles zu 100%. Denn es geht ja hier um Profis, die ja hauptsächlich beliefert, muss man auch dazu sagen. Das heißt, man kriegt ja absolutes Profimaterial. Wenn man, ich sag mal, Baumarktware will, sollte man wahrscheinlich besser im Baumarkt gehen. Das ist, oder? Sind zweierlei Paar Schuhe. Ne? Also, wie gesagt, Baumarktschiene und Profischiene sind wirklich zweierlei Paar Schuhe. Es geht um das Thema Gewährleistung. Wenn ein Handwerker bei euch einkauft, der haftet ja auch für die Arbeit. Und wenn dann das Material schon schlecht ist, wenn ich das privat kaufe, dann ist letztendlich da bin nur ich haftend dafür. Das ist richtig. Der Handwerker hat in der Regel eine Gewährleistung von mindestens 5 Jahren und auf nicht sichtbare Schäden sind es 15 bis 30 Jahre. Okay. Und die diversen Lieferanten, die wir haben, die Hersteller, die haben auch eine Gelinggarantie, sage ich jetzt mal, wenn man im System ist. Ne? Zum Beispiel Balkonterrassen haben wir einen Hersteller, der gibt 10 Jahre Gewährleistung auf sein Material, wenn es im System verbaut wird. Mhm. Und das bieten halt auch die Handwerker mit an. So, wenn du mal so lieb bist, noch mal ein, zwei aufmachst. Es geht jetzt nur mal darum, dass wir mal über das Thema Fliese sprechen. Trends ist ja das große Thema, wo schon Ehen gescheitert sind. Also es ist ja wirklich wahr. Der Mann, dem ist es meistens egal. Ich sage jetzt mal, oft sage ich jetzt mal. Zu 90% sucht die Frau und der Mann zahlt. Ja. Ne? Ist ganz klar. Ist aber so, wenn die Frau ausgesucht hat, dann darf der Mann auf keinen Fall sagen, ganz am Schluss alles ist entschieden und sagt dann, ja, aber das muss da ganz ehrlich,
Das hätte ich nicht ausgewählt. Das heißt, auch der Mann, der sollte hier taktvoll sein. Ja, sehr taktvoll. Bei manchen wirklich sehr taktvoll, ja. Aber ein Trend, der sich eigentlich abzeichnet momentan, kann man sagen, ist, dass viele es schlicht und einfach halten. Ne? Echt? Ja, also das ist dann meistens so, wir können ja mal hier vorne ein Beispiel angucken, diese eine Musterkoje, die wir haben, da ist Wand- und Bodenfliese 1. Ne? Sag mal. Das ist jetzt hier der Fall, also da sieht man jetzt, dass es die Wandfliese ist, die Bodenfliese ist auch gleichzeitig die Wandfliese, gibt es in verschiedenen Größen, hat jetzt den Vorteil, der eine möchte es halt nicht so auffällig haben, dass man jetzt eine helle, weiße Wandfliese und eine dunkle Bodenfliese nimmt, sondern dass halt wirklich das Ton in Ton gehalten wird, um nicht zu viel Unruhe reinzubringen. Ja, es gab ja vorher so Trends in Braun. Jetzt ist ja schon seit sehr langer Zeit ist das Thema Beton und Grau. Beton und Grau, genau. Betonoptik und Grau ist jetzt der momentane Trend, wo sich das alles hinbewegt, was wir auch merken halt. Ne? Auch von den Lieferanten, Herstellern, es kommt viel mehr Ware in Grautönen rein, als es vielleicht vor 5 oder 10 Jahren der Fall war. Ihr habt einige Sachen aufgebaut, dass man das auch mal sehen kann. Also nicht nur die Fliesen kann ich hier sehen, man kann sich auch sehr gut unterhalten, wie die praktisch angebracht werden. Ihr habt auch wirklich alles, verkauft nicht nur die Fliesen, sondern auch die, ich sag mal, diese Schutzprofile an den Seiten. Ihr habt den Kleber dafür. Zum Beispiel, ja. Du kannst für das Thema Untergrund beraten. Also, was ganz neu ist und so ziemlich wirklich der Renner ist, da könnte ich mal ein Exponat holen. Ja. Das sind Ablagen. Ich hole die gerade mal. Ja, ich komme mal kurz mit. Hier vorne sind nämlich die Kollegen. Das heißt, wenn man hierher kommt und möchte eine Beratung haben, dann kann man sich hier einfach hier vorne an den Counter stellen. Dann kommt jemand und man kann so viele Fragen stellen, wie man will, oder? Ja, also das geht weit über die Öffnungszeiten hinaus. Okay. Wenn man das so alles so... Ein Renner, jetzt bin ich mal echt gespannt. Ja, also, warte mal. Das ist wirklich momentan der Renner. Gerade wenn wir jetzt in Altbaudenbereichen sind, hat man manchmal nicht diese feine Sache hier in der Nische. Ja. Ja. Ne? Weil es einfach die Umgebung nicht zulässt oder der so, Ausbau. So Nische zulässt. Ist so gedacht für Duschzeug und so. Genau. Also ja. Meistens ist es, kann man auch hochkant machen, ne? Okay. Mit einer Etage drin. Da kann man sagen, das untere ist für den Mann okay. Und das obere für die Frau. So, bei manchen ist es nur für die Frau. Aber das Nische ist schon cool. Also ja. weil die meisten holen sich dann irgendwelche Saugnäpfe und machen irgendein Zeugs daran. Ja, genau. Und dafür gibt es halt jetzt was ganz Feines. Das kann man auch nachträglich, wenn man jetzt ein altes bestehendes Bad hat, kann man das auch einbauen. Gibt es in verschiedenen Farben. Das ist jetzt aus Metall, oder? Das ist aus Aluminium, das ist strukturbeschichtet. Gibt es auch als Edelstahl. Okay. Das wird in die Fuge eingearbeitet. Entweder Echt? Ja, genau. Das ist hier extrem dünn. Das kann man in die Fuge mit einarbeiten. Und das hält? Das hält, ja. Ja. Das wird dann mit Silikon ringsum festgeklebt. Also zugemacht, dann hält es natürlich genau. Wie gesagt, man kann es auch nachträglich einbauen. Also wie wir es jetzt hier haben, jetzt ein Altbestand, sage ich mal, man schneidet die Fuge auf, mit einem Multimaster, nicht unbedingt mit einem Cuttermesser. Dremel, oder? Ja, so ein Dremel, ist ein Dremel-ähnliches Gerät. Drückt das rein, mit Silikon wird es dann, wie gesagt, verklebt und versiegelt, die hintere Eckfläche. Ne? Und man hat dann halt eine schöne Ablage. Ja, bei mir ist das Ganze nämlich auf der Duscharmatur drauf. Ja, ich habe von... Ja. Das sieht ganz schlimm aus. Dann ist der Kalk da oben drüber und alles obendrauf einfach draufgestellt. Genau. Nee, es sieht fürchterlich aus. Also ja. Ich habe das da noch nie gesehen. Also das ist halt eine Alternative echt dazu. Also das sind so alles so Tricks und Kniffe, die ihr zum Thema Fliesen den Leuten auch sagen könnt. Wir hatten gerade eben einen Kunden, da ging es um das Thema Eckleisten. Auch da kann man sich zu Tode aussuchen. Ja, also die Eckleistenfirmen, sag ich mal, die explizit solche Schienen herstellen, die haben mittlerweile über 100 verschiedene Dekore. Und Oberflächen, also da kann man sich wirklich dumm und dusselig suchen, sage ich jetzt mal. Da war es doch früher VEB Osten, da gab es eine Leiste und Da gab es gar keine Leisten. Früher gab es noch Fliesen, die haben jetzt bestimmte Rundungen gehabt, Scholli-Fliesen haben die sich genannt, das gab es ja gar nicht. Aber ich sag mal, heute ist das Thema Leisten, hier oben sieht man es ganz gut, ich habe das mal so eingebaut, auch da macht ihr Beratung. Ja, also es ist halt auch mal eine Optiksache, ne? Viele fließen nur noch heutzutage 1,20 Meter Höhe und benutzen dann so ein feines Dekorprofil als oberen Abschluss. Hat die Möglichkeit, dass man es halt schöner sauber halten kann und optisch sieht es halt ganz einfach schöner aus. Ne? So, hier unten, da sieht man auch nochmal so eine Ablage, die ihr drauf gemacht habt. All das kann man hier sehen, aber das Schöne ist, ich kriege kostenlos erstmal, also in der Beratung, erstmal dich mit dazu. Aber nicht nur dich, sondern viele Kollegen von euch. Genau. Und ihr habt echt Ahnung von Fliesen, das muss man sagen. Wie ist dann bei dir die Leidenschaft zu Fliesen entstanden? Warst du da irgendwie 7 Jahre alt und hast die ersten Fliesen verlegt so im Sandkasten? Eigentlich gar nicht. Also bei mir ist es halt so gekommen, Ausbildungsbetrieb, nicht das gefunden, was man wollte. Ja. Da war was frei, sag ich mal, im Nachbord. Und dann hat man sich gesagt, na komm, bevor man gar nichts hat, lernt man halt Fliesenleger. Später kann man immer noch was anderes machen.
Ja. Ich meine, ist ja jetzt nach 16 Jahren auch so der Fall. Aber du bist ja jetzt im Metier. Das heißt, das Thema, man muss ja man kann mit Fug und Recht behaupten, Fliesenleger werden ja nicht arbeitslos. Also wenn Nein. man. Nee, ich glaube, also die werden nie arbeitslos. Ne? Okay, weil Fliesenleger sind echt gefragt, ja. Ja, also wenn wir hier unsere Verleger kommen und bestellen Ware für Kunden, ja, da hat jeder bis Mitte Mai, Juni zu tun. Ja, habt ihr unglaublich viele Lösungen. Das Coole ist, man kann da natürlich unglaublich viel kombinieren, gerade im Bad. Also klar, wir reden jetzt im Moment ein bisschen viel über das Bad, aber das Bad ist ja das Wunschthema vieler Menschen, wo das Bad muss irgendwie aussehen wie im Hotel, sag oder? Mal, ja, also das ist, ich sag mal, das ist immer ein Tempel der Reinheit. Echt? Ja, also wenn man jetzt mal so im Laufe seiner Lebenslaufbahn jetzt mal zusammenzählt, wie man ein Bad macht oder plant, das ist meistens dann nur beim Neubau. Oder bei einer späteren Sanierung im Schnitt so alle 20 bis 25 Jahre und das sollte es halt auch schon wieder perfekt sein. Ne? Weil ich entscheide mich ja nicht gerade mal heute für die nächsten 5 Jahre für ein neues Bad, sondern halt dann auch für eine ganze Zeit. Ne? So, wir haben ja das Thema Schlichtheit, darüber haben wir gesprochen. Das Format von der Fliese, die wir gerade sehen? Die ist 40 x 80. Ja. Die hat so eine leicht melierte Oberfläche in so einem halbglänzenden Optik. Sieht ziemlich schick aus. Die Kamera kann es gerade nicht darstellen, weil es ist wieder mal im Februar scheint die Sonne draußen. Wir haben sie nochmal anders ausgestellt, da kann man es nochmal. Können wir gleich mal gucken. Aber das ist auch zum Beispiel eine, die hat einen Schick, aber sie ist sehr dezent. Ja, dezent gehalten, aber auch nicht aufdringlich, aber ja. Schön, also auch eine Fliese, die du auch mal empfehlen würdest? Ja. Absolut. Ja. Hier unten ist jetzt eine Kombination, die ist gewagt. Also unten ist eine Fliese in Holzoptik. Ist eine Holzoptikfliese, das momentan auch sehr gefragtes ist. In verschiedenen Farben, Größen, bis hin 2 Meter Material können wir anbieten. 2 Meter mal 36, wo man auch wirklich eine richtige Holzdielenoptik hält damit. Ne? So, das Ganze gibt es auch für die Wand. Und da sind wir schon wieder beim Thema Beratung. Das ist jetzt wieder gewagt, sage ich mal. Das ist auch mehr oder weniger ein Verblender, der jetzt auch gedacht ist, vielleicht so hinterm Kaminofen. Ja, den könnte man aber auch, wenn ich jetzt sage, ich habe so ein Holz gerne, habe ein Holzhaus, will ein Holzbad haben. Auf jeden Fall, dass man so eine Wand mit vielleicht optisch mit einfließen lässt, WC-Bereich. Das geht auch ganz crazy, wie man hier sieht. Das hier ist so praktisch ein Metallic-Look. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt zum Beispiel ein Restaurant oder ich habe jetzt, ich bin jetzt Fotograf und will mal so praktisch Akzentpunkte setzen in meinem Studio. Ist halt was wirklich Modernes und Extravagantes. Also was Sie sehen, ist eine Fliese? Das ist eine Fliese, ja. Und gibt es das noch in einer anderen Farbe? Mal als negativ, genau, in einem Mokka-Ton gehalten. Ja, ist was wirklich was ganz Schickes. Also wie gesagt, das ist zum Thema Tempel der Reinheit. Ich zeige das mal gerade, es ist noch nicht ganz fertig. Ihr seid daran noch am Bauen, aber man kann ja schon mal reinlunzen, was es hier zu sehen gibt. Hier unten sieht man natürlich das Thema Ablauf in der Fliese mit drin. So eine Duschwanne an sich, die zeige ich gleich mal. Die ist nämlich da hinten gebaut. Genau. Das wird auch noch oft verbaut. Ja, ist aber eher rückläufig. Ja. Also explizit wird eine Rinne angebracht, hinten an der Wand oder halt ein Bodenablauf in der Mitte, wie es man halt vor 10, 15 Jahren auch schon gemacht hat. Aber es wird mehr wirklich nach so einer Rinne gefragt. Formal man nur ein Material dann liegen hat auf dem Fußboden. Sag mal so, die Trends, seitdem es Smartphones gibt, wird ja viel fotografiert, ja? Die Leute sind in Hotels und sehen dann praktisch so, und man muss ja sagen, in den Hotels, das sind ja so die Trendsetter für alles, was geht, oder? Das ist richtig. Und dann gibt es noch so Pinterest. Ja, ne? Also da kommen auch sehr viele Kunden und fragen explizit nach einem bestimmten Produkt, ne? Wo man dann halt auch vielleicht den Kunden vertrösten muss und sagen muss, tut mir leid, das fühlt man halt dann doch nicht so, wie man das auf dem Foto sieht. Aber ich sag mal, jemand kommt mit dem Foto, was wahrscheinlich oft passiert, sagt hier, die Fliese, gerade eben war ein Kunde da, der hat ein Muster mitgebracht, das hätte ich gern, habe ich gern gesehen, aber du kannst auch schon viel mit Fotos machen, ne? Ja, naja, also Foto oder wenn man halt die Quellbezeichnung hat, kann man auch explizit nachgucken, was es genau für Material ist. Großformat, Feinscheinzeug, das ganz große Thema, das ist ja eine Revolution im Fliesen. Bau, ich kann jetzt also eine Natursteinoptik machen mit allen Vorteilen vom Feinscheinzeug, mit allen Nachteilen, die so eine, ich sag mal, so eine Natursteine einfach haben, die sind weg, oder? Ich sag mal, der Nachteil von Naturstein ist halt, man muss halt bei der Reinigung sehr pfleglich damit umgehen. Gegenüber einer Fliese, die Fliese hat halt weitaus mehr Vorteile, ne? Also sie ist chemisch absolut beständig. Was halt der Naturstein nicht ist. Also reinigen zum Beispiel, mit scharfen Reinigern, kein Thema. Die Werbeindustrie macht es ja möglich, Zillit, Bang und Co.
kann man bei der Fliese überhaupt keinen Fehler machen mit. So, was wir sehen, ist kein Naturstein. Nein, das ist eine Fliese. Eine Fliese. Genau, im Großformat, XXL. So, und da habt ihr auch ganz, ganz viele von. Hier unten liegt auch jetzt zum Beispiel Feinsteinzeug? Ja, das ist Feinsteinzeug, was hier ausliegt. Hier unten liegt es auch. Das liegt hier einfach mal so, das hat aber einen Grund. Das soll hier liegen, ja. Denn man sieht, trotz der geringen Dicke kann man hier schon drüber laufen. Genau. Also wir haben vorne auch 6 mm Material ausgelegt, da kann man auch drüber laufen, ohne Probleme. Wo liegt das? Hier vorne haben wir eine neue Serie gerade bekommen. Da war ich nämlich eben vorsichtig, das bricht erstmal, ja klar, man soll nicht drauf rumspringen, aber ich sag mal, das Ganze wird ja auch noch verlegt. Aber die liegen jetzt hier so, da kann man einfach drauf laufen? Das ist jetzt hier das 6 mm Material, 1,20 m x 60 und hier ist die 1,20 m Variante. Also ich mit meiner graziellen Körper. Kein Thema. Ja, das heißt auch, diese Fliesen sind robust, man sollte nicht gerade mit dem Auto drüber fahren. Wenn sie verlegt sind, kann man auch mit dem Auto drüber fahren. Mal. Nee, mal öfter sogar. Mal öfter, okay. Also das hält die Fliese heutzutage aus. Das hält die aus. Also hier haben wir, aber ich sag mal, da gibt es auch spezielle Fliesen bei euch. Also wenn ich jetzt mit dem LKW drüber fahre, da gibt es andere Fliesen wahrscheinlich. Du weißt, worauf ich hinaus will. Also die Schwerlastfliesen. Genau, die haben eine andere Oberfläche, ne, eine andere Abriebgruppe. Die sind dann halt wirklich für den Verkehrs- oder verkehrstauglich gedacht, gerade in Autohäusern etc. Also die Qual der Wahl. Ich habe also nicht nur verschiedene Formen, Muster, Farben, ich habe auch verschiedene Formate. Ist das ein gutes Format, 1,20 x 1,20? Ja, das ist so, was jetzt mittlerweile richtig gut angenommen wird. Also was auch eine Person mal eben tragen kann. Ja, tragen und verlegen. Also ist ja auch so ein Thema, so eine ganz große Fliese, die kann ich ja nur mit zwei Leuten verlegen, oder? Ja. Die gehen auch mal schnell kaputt, oder? Ja, die geht auch mal schnell kaputt. Wir bieten auch bei extra Großformaten eine Versicherung mit an. Okay. Für die Platte. Weil ich meine, es geht ja mal schnell, man hat das Loch verbohrt, sich vermessen, verschnitten. Das geht, spricht aus Erfahrung. Ja, das geht ganz schnell. Ja, dafür haben wir eine Versicherung hier. Okay. So, das Besondere ist auch, man kann ja, ich sag mal, so Sachen zuschneiden, aber bei ganz großen Fliesen hat man nicht eben mal so einen Fliesenschneider, der... Das ist richtig, auch das verleihen wir. Also viele Verleger, man kauft sich ja nicht einen Fliesenschneider, der bis 3,60 Meter Schnittlänge hat. Ja. Die kosten ja auch ein bisschen was, das kann man bei uns auch alles verleihen, okay. Ausleihen. Auch die Transport- und Verlegehilfen, die es dafür gibt, gibt es alles bei uns. Gegen einen kleinen Mietaufpreis. Cool. Auch das, da haben wir ein eigenes Video zu gemacht. Also wenn Sie mal bei Leinweber da auf die Webseite gehen oder auf die Facebook-Seite, gibt es ein Video zum Thema Leihmaschinen, haben wir das Riesenauswahl und Angebot auch mal gezeigt. Ja, die Qual der Wahl, also hier sind wir jetzt wahrscheinlich beim Holzfußboden, aber das Besondere ist, man kriegt fast alle Holzfußboden, Farben, Formen, Optiken, alle. Kriegt man als Fliesen, oder? Nicht fast alle. Das heißt, wenn ich hier eine Holzfliese sehe, sagt, die gefällt mir, aber die hätte ich gerne im Bad, dann hast du eine Antwort? Das geht. Das geht. Das ist machbar. Zeig mal wo. Also, wenn man jetzt, das ist ja Vinyl. Ja, das ist jetzt Vinyl, das ist jetzt Kunststoff. Dieser Vinyl hat den Vorteil, den kann man im Bad verlegen, weil der ist für Nassräume geeignet. Aber jetzt als Fliese, wo würde die liegen, eine passende? Als Fliese hätten wir... Das ist so richtig schön. Ich schicke ihn mal hier rum. So, und da ist praktisch das Pendant aus, als Fliese. Das ist als Fliese in Grauton, Holzoptik. Mit sogar einer Struktur? Ja, klar. Struktur, die Haptik ist für eine Fliese schon sehr speziell, wo man jetzt nicht drauf hindenkt. Genau, also wenn man den auf dem Fußboden liegen hat und barfuß sich drüber geht, hat man das Gefühl, man läuft auf echtem Holz. Ja, wenn du mal so lieb bist, noch ein, zwei aufmachst, dass man das mal sieht. Also da gibt es sogar ganz abgefahrene Sachen. Das ist jetzt Eiche oder was soll das sein? Das ist, das ist mehr Eicheton nicht. Das hier ist mehr ein Eicheton. Okay. Und was halt auch, weil es halt der Markt auch momentan wirklich überschwemmt wird mit dieser Holzoptik, haben wir auch gleich nochmal das als Kopfholz-Variante. Echt? Das gibt's? Ja. Hab ich noch nie gesehen. Also das ist wie eine, wenn man jetzt eine Baumscheibe aufschneidet. Ne? Warte, ich zeig's mal gerade hier oben, da sieht man es ein bisschen besser. Man muss das live erleben, also kommt bitte nach Fulda. Man muss sagen, die größte Ausstellung für Fliesen ist hier, oder? Ja. Bei euch von, ihr habt ja mehrere Märkte? Die größte ist hier. Genau. Wo sind die anderen Märkte? In Rosenfeld haben wir, in Schmalnau, Neuhof und Hilders. Das heißt, alles das, was ich hier sehe, kann ich auch jeweils in die Märkte liefern lassen. Das ist kein Thema in die Baustoffboxen, wenn es kleinere Mengen sind. Baustoff, auch größere Mengen gehen in die Baustoffbox und in die Märkte natürlich auch, klar. Super. Christian, wir kommen noch mal ein paar Mal wieder her. Das hier war jetzt mein allgemeiner Rundgang. Es ging jetzt weniger darum, jetzt mal jede Fliese zu zeigen, sondern einfach mal dich vorzustellen. Also
Ihr könnt wirklich alle Fragen an Christian stellen, oder? Ja, ziemlich alle. 16 Jahre Fliesenlegererfahrung und arbeitet jetzt im Vertrieb, also Endkunden, B2B und Endkunden machst du beides. Genau. Und du bist von wann bis wann da hier für Kunden? In der Regel von 6 Uhr, von 7 Uhr bis 18 Uhr. Okay. Du hast aber noch eine Pause ab und zu. Ja. Super. Das heißt, wenn ich eine intensive Beratung haben möchte, ich kann auch vorher mal anrufen. Eine Anmeldung wäre nicht schlecht. Da kann man dann auch explizit eine längere Zeit in aller Ruhe drüber reden, gucken. Ja, das ist nämlich im Prinzip so wichtig, dass auch mehrere Kollegen an dem Tag da sind, dass gewährleistet ist, dass immer jemand da ist. Das ist der Hintergrund, muss man sagen. Also es ist ja oft so, gerade samstags sind vielleicht nur 2 Kollegen da, da stehen da 10 Kunden. Genau, da kann man leider nicht auf jeden Einzelnen eingehen. Und halt, es gibt da dann auch sehr hohe Wartezeiten. Mhm. Ja. Also das Beste dann auch terminieren. Ja, vielen Dank, Christian. Dein Nachname? Zier. Christian Zier von der Firma Leinweber aus Fulda. Du hast mir sehr geholfen, denn ich habe vor Fliesenleger ganz großen Respekt, denn für so kleinere Arbeiten kriegt man kaum noch welche. Das stimmt. Muss man nett sein, Kaffee anbieten, ein gutes Trinkgeld geben. Genau, Mittag noch kochen vielleicht. Mittag kochen. Genau. Alles klar, vielen Dank, Christian. Bitte.